Hallo, was waren Sachen? Ja, ich war wieder einkaufen, wie ihr seht. Ich war wieder beim Action und habe ein paar Sachen mitgekauft. Mir mitgebracht. Mitgekauft, genau. Ich habe sie gekauft und euch mitgebracht oder fürs Video mitgebracht. Und wir machen wieder ein Haul. Ich hatte ja das schon mal gemacht und es ist relativ gut bei euch angekommen. Ich habe hier den ersten Roll mal da verlinkt. Und ein Großteil von den Sachen hier drinnen, die werden wir da tatsächlich dann auch in Streams benutzen und ein bisschen was basteln, wie wir das halt vorher schon gemacht haben mit den Holzpuzzeln, die ich in dem Haul gekauft habe. Die haben wir im Stream dann gebaut. Ich schaue auch mal, ob ich diese ganzen Sachen dann auch in Videoform mache. Bei den Holzpuzzeln bin ich mir noch nicht so sicher. Aber hier wird dann halt das ein oder andere Video dann auch geben und nicht nur in Streams. Denn ich habe mir ein paar coole Tools besorgt, die, ja, die ich theoretisch kenne, aber noch selber nie benutzt habe. Ja, dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Das Erste, das Große, was man hier sieht, momentan fahre ich total auf dieses Diamond Painting ab. Da habe ich mir so einen schönen Strauß geholt. Das ist jetzt auch ein recht großes Bild. Momentan mache ich das gerne in der Tagesgruppe in der Ergo. Ich habe hier noch eins, das habe ich jetzt beim Teddy gekauft. Dann bin ich gerade aktuell dran, dass das hier so ein schönes Blumenbild. Das ist noch nicht ganz fertig. So, hier ist noch diese Folie drauf und die Perlen sind hier. Und ja, das macht mir ganz viel Spaß. Und da habe ich mir ein neues gekauft. Wenn das voll ist, dann habe ich hier ein neues und das ist jetzt ein größeres. Da werde ich wahrscheinlich ein paar Tage dran sitzen, vielleicht eine Woche oder so. Ja, so, packen wir das mal an die Seite, machen wir uns hier ein bisschen Platz. Ihr könnt das leider hier unten nicht sehen, weil wenn man meine Tischplatte sieht, ist mein Kopf weg. Da muss ich mir noch was überlegen, was hier oben rausschaut. Ich habe natürlich, weil wir das Häkeln angefangen haben, ich habe mir nochmal Wolle geholt. Ich habe jetzt gesagt, so pink und blau ist ganz nice. Und ich habe mir hier so eine dickere mal geholt. Und mal gucken, wie das... Ob das gut funktioniert mit denen, wenn nicht, werde ich ja da mehr holen. Ich weiß halt noch nicht genau, was ich häkeln möchte, deswegen ist es schwierig, Farben zu kaufen. Ja, je nachdem, was ich mache, brauche ich ja verschiedene Farben für. Ja, daher blau, pink und hier gab es noch so ein schönes, ja, Türkis. Und ich lege die jetzt einfach mal dahin. Was haben wir als nächstes in der Wundertüte? Wir haben mein neues Spielzeug oder eins meiner neuen Spielzeuge. Ich habe mir einen Brennpeter geholt oder so einen Brennstab, so einen Holzputzelstab. Coole Sache, ich mag generell alles, was irgendwie mit Hitze und Wärme und Feuer zu tun hat. Und dachte, wir können einfach mal den nutzen, um verschiedene Sachen in Holz zu brennen. Das hörte sich nach einer lustigen Idee an und das war nicht sonderlich teuer. Dann nimmst du dir mit, viel verkehrt man kannte damit nicht. Und eventuell kann man das wahrscheinlich auch ganz gut nutzen für den 3D-Drucker, weil das ist ja das, ich nutze ja PLA, das ist ja Plastik. Das schmilzt auch, wenn es warm wird. Und dann kann man das vielleicht damit nutzen. Na, hier so ein kleines zum Hinstellen. Ich habe auch verschiedene Aufsätze, sogar Blümchen. Ich weiß gar nicht, die sind ja alle vom Sortiert euch mal. Mal gucken, ob ich das irgendwie halbwegs in die Kamera halten kann. Ich habe hier noch vielleicht... Kann man das Schälchen alleine raus? Ne, das ist zusammen. Ich habe hier... Da sieht man... Ja, ich will es auch nicht umschmeißen. Hier hat man jede Menge Aufsätze. Und ich denke, damit kann man schon lustige Sachen machen. Ich habe hier auch so eine... Ich nenne es jetzt mal Schneeflocke. So was fast wie ein Messer. So richtig dünn und scharf. Ein Stern, wie gesagt, eine Blume, ein Mond, eine Spitze, sogar hier sowas wie eine Füllfeder. Da gibt es schon Sachen. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und so sieht das halt mit Gerät aus. Ich werde mir wahrscheinlich hier dran die Finger verbrennen, mindestens dreimal in einer Woche. Ja, und das ist so ein Ding, das werden wir dann mal ausprobieren. Und ja, ach, ich sehe gerade, guck mal, das sind sogar Schablonen. Hier, guck mal, fürs Schreiben. Das ist ja praktisch. Mal Schablönchen. Und da werden wir einfach mal ein paar Sachen in Holz brennen und gucken, wie das so wird, wie ich mich anstelle. Und da können wir halt jede Menge Spaß haben. Wie gesagt, mindestens für hier meinen 3D-Drucker wird das eh praktisch sein, wenn ich halt mal Sachen mache, wo ich ein Loch rein schmelzen muss, was ja öfters mal vorkommt.
Dann habe ich was, womit ich das sicherer machen kann, wie mit einer Kerze und Draht. Sollte man übrigens nicht machen, ist nicht so sicher. Aber ich glaube, so smart seid ihr schon, dass ihr euch nicht unbedingt von Draht und Kerzen verbrennt. Seid schlauer wie ich. Und merkt das vorher und nicht später. Und ich habe auch Spielzeug mitgebracht. Ich habe mir so ein Dremel, oder wie das auch heißt. Wie heißt das Ding? Cordless Kombi-Tool. Okay, ist ein Kombi-Tool. Das Ding dreht sich und man kann damit Sachen schleifen und so weiter. Da gibt es auch ganz, ganz viele Tools. Und das sah eigentlich auch ganz spannend aus, einfach in Glas oder in Stein irgendwas reinzufräsen. Hielt ich für eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, wie gut das funktioniert und mit was das alles funktioniert. Das heißt, wir werden einfach verschiedene Sachen ausprobieren, was man damit alles so schleifen, polieren, bohren kann das bestimmt auch. Es dreht sich ja am Ende. Und ja, ich lasse es. Hier sind halt auch verschiedene Tools drin. Ich glaube, die Tools hole ich mal raus. Ich packe den jetzt nicht hier aus dem Kabelbinder aus. Aber ich die Tools mal gucken. Na, hier ist sogar eine Anleitung dabei. Eigentlich ist immer eine Anleitung dabei. Mindestens ein Warnhinweis ist dabei. Bitte vielleicht nicht unbedingt während dem Nutzen vorne dran packen oder so. Ich habe auch natürlich oben aufgemacht. Nicht unten, wo die Dose ist. Es wird auch demnächst wahrscheinlich ein Projekt geben, dass ich mir an meine Wand. Ich glaube, die Kamera. An diese Wand. Da war mal das Bücherregal. Da habe ich beschlossen, ja, erst kürzlich, dass ich mir tatsächlich da ein Regal hin mache für mein ganzes Bastelkram, weil mein Schrank voll ist. Und das ganze Zeug für meinen Plotter. Das wird auch ein Projekt sein, den werden wir sehen, aber das wird die nächsten Monate erst passieren. Wir haben hier jede Menge. Was ist das denn? Ah, das sind Scheiben. Das sind Schmirgelpapierscheiben. Hier sind so Scheibchen drin. Verschiedene Stärken, das kann man bestimmt irgendwo drauf bügeln. Das ist hier in rund. Steckt man wahrscheinlich dann einfach so drauf. Hier ist so ein Stein. Zwei Steine. Ah, ein rauen und ein nicht so rauen. Hier was zum Polieren, so Tüchlein. Auch kleine. Für die feineren Angelegenheiten. Muss man das passende Tool dann finden. Wie gesagt, ich habe keinen Plan von denen. Die kleine. Ah, das ist wahrscheinlich einfach fürs Auf- und Zumachen. Ist hier so ein kleiner Schlüssel dabei. Hier. Mit einem Schraubenzieher. Eigentlich ganz praktisch, so ein Multitool-Ding. Und hier, also richtig viel an erstmal Kleinteile verlieren. Ja, besser verlieren wie verschlucken. Jede Menge Werkzeug in verschiedenen Rund, in kleiner Rund, in flach. Das ist noch ein Bohrer. Wenn ich noch einen ganz dünnen habe, gut für Schmuck. Und dann könnte ich hier ein Loch reinbohren. Für eine Kette oder so. Ja, haben wir ganz viel, viel Zeug. Das hier. Ein Bohrer haben wir auch. Hier. Ah, man sieht es nicht richtig. Ein Bohrkopf ist das. Ah, hier sind ganz, ganz. Das wird wahrscheinlich das fürs Glas sein. Das ist halt aus Metall. Und wahrscheinlich Diamantpulver besetzt oder so. Weil Glas ist ja ziemlich hart. Und ich glaube, mit den rosa Dingern komme ich da nicht weit. Ich glaube, das rosa ist dann mehr für Stein. Und das Metall ist halt für Glas, nehme ich mal an. Wir werden wahrscheinlich ein paar Gläser zum Ausprobieren einfach kaputt machen. Hier ist irgendwas zum. Ja, polieren nicht. Vielleicht zum Rost abkratzen oder so. Mal sehen, wir werden auf jeden Fall jede Menge finden. Wer bist du? So ein Gummiding. So ein Gummi drauf. Ja, ich werde irgendwie herausfinden. Zur Not einfach probieren und gucken, was passiert. Das ist immer die Taktik, die ich sonst gefahren bin. Ich probiere einfach mal und gucke, was passiert. Hat mehr oder weniger gut funktioniert. Und das ganze Ding wird aufgeladen über einen USB-Stecker.
Der Akku ist leer. Hätte mich jetzt doch gewundert, wenn das Ding sich dreht. So. Wenn man alles genau inspizieren, wird dann wahrscheinlich separate Videos und Streams geben. Ja, hier haben wir wieder was für ein Stream. Ein neues Holzpuzzle. Diesmal eine schöne Laterne. Ich hoffe, hier ist auch tatsächlich ein Licht dabei. Wenn nicht, finde ich bestimmt irgendwo eine LED, die man da reinbeamen kann. Ich will ja eh ein bisschen mehr mit Technik mich wieder beschäftigen und verschiedene Sachen bauen oder auseinanderbauen oder zusammensetzen. Wenn ich was Passendes gefunden habe, spätestens Halloween wird es verschiedene Umbauten geben. Jetzt mein Horrorclown, so Sachen werde ich dann einfach umfunktionieren, umbauen nach anderen Charakteren. Und wir haben hier eine Murmelbahn. Da freue ich mich riesig drauf. Aber das wird lange dauern, bis wir die zusammengesetzt haben. Vielleicht werden wir das in 2 Streams oder 3 Streams machen. Weil angegebene Zeit sind 8 Stunden. Wird bei mir vielleicht ein bisschen mehr. Gerade im Streams dauert das ja immer ein bisschen länger. Mal schauen. Aber da freue ich mich drauf. Und ich habe auch noch einen Platz dafür. Die werde ich auf die Hundebox packen. Die ist ja jetzt frei. Dann habe ich noch ein bisschen Kleinigkeiten. Ich habe hier, was ich ausprobieren möchte. Ich habe Fotopapier. Wie gut das funktioniert. Dass ich dann halt auch wenigstens A4 oder dann halt A5 Karten anbieten kann von meinen Bildern. Ich will ja einen kleinen Shop aufmachen, wo man dann halt Sticker und Gedöns bei mir kaufen kann. Und da wird es vielleicht auch, wenn das funktioniert mit dem Fotopapier, mit meinem Drucker, auch kleinere oder halt A4 Drucke geben. Aber das dauert noch. Da muss ich muss erst mal gucken, wie man das aufsetzt. Ich habe ein bisschen was in Etsy drin, da sind Sticker drin. Und ich habe mir gedacht, wenn wir so ein Bremel haben und vielleicht ein paar Steine bearbeiten, dann werden wir ein bisschen Draht brauchen, damit wir das dann halt irgendwie als Schmuck oder sowas machen können, dass das halt als Kette, Ring oder so weiter getragen werden kann. Ja, vielleicht mehr Kette. Und ich habe mir ein bisschen Pflege geholt. Das soll gut für die Haut sein. Aber wie man sieht, meine Haut hat gerade momentan sehr gelitten. Ich probiere das aus. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht on Stream machen. Das ist was Privates, aber der hatte ich hier noch drin. Das war's auch schon, ja. Wir waren auch noch kurz beim Teddy. Da habe ich mir noch Häkelnadeln geholt. In allen Größen. Da habe ich jetzt für jede Wolldicke eine passende Häkelnadel und wir können zusammen häkeln. Und auch häkeln lernen. Ich bin ja gerade so dabei, habe ja angefangen und haben wir mal im letzten Stream haben wir ein bisschen gehäkelt. Ich habe den Donut tatsächlich dann noch fertig gemacht, falls jemand da war. Der ist nicht ganz so schön geworden. Der ist ein bisschen warzig, wobbelig. Ich habe mich irgendwo verzählt, weil normalerweise ist der viel schöner. Der ist viel runder. Das war Versuch 1. Das war Versuch 2 im Stream. Der sieht ein bisschen traurig aus. Ich habe ihn aber fertig gemacht. Ja, und das war's dann auch schon. Wie gesagt, das meiste, was ich jetzt ausgepackt habe, werden in Streams und eventuell in Videos dann auch weiter benutzen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir auch tatsächlich uns in einem Bastelstream. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und selber frohes Basteln. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, schöne Woche. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wahrscheinlich. Oder vielleicht dann halt im Stream, wo wir dann halt wahrscheinlich als erstes die Holzboxen aufbauen werden. Bevor wir uns in neue Gefilde geben und entweder den Brennpeter oder das Drehding da ausprobieren. Vielleicht kann dann jemand in die Kommentare schreiben, wie das Drehding heißt. Ich glaube, es heißt Dremel, ich bin mir aber nicht sicher. Würde für mich Sinn ergeben, dass das Drehding Dremel heißt, sonst bleibt das bei Drehding. So, dann wäre das geklärt und ciao.